Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum neuen R-Test. Und es ist der letzte vor Weihnachten, der letzte in diesem Jahr. Und ja, da wird es doch eigentlich mal Zeit, auch was Weihnachtliches mal zu testen, ne? Und das ist in diesem Jahr von Mövenpick, dieses schöne Produkt hier, der Feinjoghurt in der Winter Edition, Typ Spekulatius, mit weihnachtlichen Gewürzen und ohne Zusatz von Aromen. Da bin ich ja mal gespannt. Jo. Was ist es denn? Ein Rahmjoghurt mild mit 20% Typ Spekulatius-Zubereitung. Was immer das dann auch in dem Zusammenhang heißt. 13% fette Milchanteil. Zutaten: Rahmjoghurt mild. Zucker. An zweiter Stelle Zucker. Wasser. 1,7% Mandeln, 1,4% Butterkeksbrösel. Der wiederum besteht aus Weizenmehl, Zucker, Butter, Eier, Speisesalz. Dann Gewürze, karamellierter Zucker, besteht aus Zucker und Wasser. Modifizierte Stärke, jodiertes Speisesalz. Verdickungsmittel, Johannesbrotkernmehl, hat man irgendwie schon öfter in letzter Zeit. Und Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat und Eigelbpulver. Hergestellt durch die Privatmolkerei Bauer in Wasserburg am Inn. Ach, interessant. Bauer ist ja eigentlich auch eine Joghurtmarke und Bauer stellt also die Mövenpick-Joghurts her. Nun frage ich mich, ob Bauer Mövenpick ist oder Mövenpick Bauer ist. Naja, vielleicht. Wenn ich mich mal irgendwann auf diese Tests vorbereiten sollte, dann weiß ich das. Ja. Zucker, ich guck mal hier, was hier so Fett 10,7 Gramm in 100 Gramm. Zucker 15,2 Gramm. Ja, das ist nicht so wenig. Ja, na denn, gucken wir mal. Dann mache ich den jetzt mal auf. Ach, interessant. Sieht zum, ich sage mal gerne, es sieht ein bisschen moppelkotzelig aus. Zumindest überraschend finde ich tatsächlich so ein bisschen die Farbe des Joghurts. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass er ein bisschen heller ist. Allerdings kann es natürlich sein. Ach ja, das, ja, genau. Also das ist ja hier, das verrührt man ja. Das stimmt, das kenne ich eigentlich auch so von Mövenpick, dass da so richtiger Joghurt drin ist und den Rest mischt man so unter, also verrührt man. Ja, und das mache ich jetzt mal. Weil dann sieht er nicht mehr so moppelkotzelig aus, vielleicht. Ja, dann rühre ich jetzt einmal den Joghurt zurecht. An der Stelle übrigens, es gibt einen Joghurt oder eine Sorte von diesen Mövenpick Quarks, die meine Lieblingssorte ist, und das ist Karamell. Habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, also Mövenpick, falls ihr daran denkt, das nicht mehr herzustellen, wäre ich euch wirklich sehr böse. Weil das ist der Beste. Ja, also sieht immer noch ein bisschen moppekotzelig aus, aber ja, aber das ist ja schon viel besser hier. Also ist auf jeden Fall, das was ja auch in den Zutaten steht, es schmeckt ein bisschen kekskrümelig. Moppekotzelig sieht es aus und schmeckt kekskrümelig. Insofern staubt es fast so ein bisschen auf der Zunge. Aber ich muss sagen, er ist wirklich lecker, weil der Quark ist natürlich auch, wenn er sehr zuckerhaltig ist, aber er ist tatsächlich auch süß und er schmeckt auch wirklich. Also ich mag den ja tatsächlich. Und dazu das braune Zeug, das tatsächlich aussieht. Und also das vor allem auch, es schmeckt wie Spekulatius. Und das ist echt, echt gut. Also, ich gebe zu, es würde jetzt nicht der Joghurt sein oder der Quark sein, den ich jetzt ständig essen müsste. Aber so als kleines Highlight ist das echt, echt gut. Was eine schöne Mischung ist zwischen dem Quarkgeschmack an sich plus dem Spekulatiusgeschmack plus, dass da halt dieser Keks, diese Kekskrümel drin sind. Und das ist echt, echt gut gemacht. Ja, dann war es was. Dann war das jetzt der
390. R-Test und der letzte in 2022. Wir sehen uns im Januar nach den Feiertagen wieder, an dieser Stelle zumindest. Und ja, dann alles Gute und bis bald.